Kannst du dich jetzt richtig hinsetzen? Wir sind zu fett beide. Guck mal, dann streck dich mal richtig aus. Guck mal, dein Kopf geht unter. Über. Wie man das. Du meinst, warum ich so komisch sitze? Weil es bequemer ist. Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder mit Pupsi Dupsi. Pupsi Dupsi. Wer von uns beiden hat was geraucht? Du, das war schon mal geklärt. Heute wird es ein sehr tolles Video geben, denn ich habe, wo ich im Urlaub war, kroatische Süßigkeiten mitgenommen und auch was zu trinken. Davon habe ich übrigens noch eine Sorte, die müssen wir gleich nochmal holen gehen. Genau, und das beenden wir. Das war jetzt sein Kamera. Und das werden wir jetzt probieren. Das war jetzt richtiges Karma von dir. Stirb langsam, welcher Teil ist es? Alter! Was bist du denn langsam? Das ist ein Film! Stimmt langsam, Teil 1, Teil 2. Da gibt es Filme von. Ja! Ich würde mal sagen, ich fange einfach an. Oh, irgendwie? Hast du das gerade gesehen? Mein Handy ist heller geworden. Naja, ich weiß nicht. Okay, dann nochmal. Ich würde mal sagen, ich fange einfach mal an, weil ich darf anfangen. Ich habe es gekauft. Ich würde gerne als erstes, nein, ich würde gerne als erstes die hier probieren. Und zwar, keine Ahnung, ich glaube, das sind solche Kaubonbons. Die heißen Bunko. Hi, Bunko. Magic Duo. Jagada Vanilla. Also, Jagada heißt auch auf Russisch Erdbeere, deswegen. Fokus her. Da. Haltbar bis zum 11.06.2023. So sehen die aus. Also eingepackt. Ich finde aber, die sind ein bisschen größer wie in Deutschland. Guck mal, wie groß die sind. Da. Ah, die kleben voll. Okay. Okay, erstmal. Ich habe sowas noch nie in Deutschland gegessen. An irgendwas erinnern die mich, aber ich bin nicht drauf auf den Namen. Aber. Ich finde, die schmecken wie Fruchtjoghurt von Aldi. Kann sein, aber. Schon wieder Hubi-Schraubi. Das ist ja ein Helikopter neben dir, ne? Ja. Aber. Von 1 bis 5, wie viel würdest du den geben? 2. 2? Keine Ahnung, irgendwie finde ich die voll geil, aber irgendwie finde ich die auch nicht geil. Ist nicht so mein Fall. Was mich aufregt, ist, dass die so kleben. Aber kann auch sein, dass es hier einfach viel zu warm ist und die einfach ein bisschen geschmolzen sind. Ja. Würde ich jetzt auch behaupten wollen. Boah, irgendwie ja, aber irgendwie nein. Mhm. Die Konsistenz ist einfach so. Mhm. Mhm. Aber ich habe sowas noch nicht in Deutschland gegessen. Also. Das ist nicht zu vergleichen mit Mauern. Das ist viel, viel weicher und es schmeckt so joghurtartig irgendwie. Naja, und das ist das, was so, so semi-gut ist. Okay. Als nächstes darfst du dir was aussuchen. Die hier. Und zwar sind das solche. Moin. Hallo! Ja, von Chio. Chio kennen wir, glaube ich, alle. Chio. Stickletti. Sour Cream and Onion. Also eigentlich nichts für dich. Hm, nee, aber ich mag es trotzdem. Auch so Chips mit Sour Cream und Onion mag ich sehr gerne. Sieht aus wie so Salzstangen. Habe ich bei uns auch noch nicht gesehen. Weißt du, woran die mich erinnern?
sehen halt aus wie Salzstangen. Ja, sehen halt aus wie Salzstangen. Weißt du, woran die mich erinnern? Kennst du diese Platten? Diese Platten, die wir sehr gerne essen? Mhm. Von Edeka. Mhm. Haben irgendwie so einen Nebengeschmack, der mir nicht gefällt. Und? Ganz kleine 10. Es geht nur bis 5. Ne. Da gibt es bis 10. Okay, ich gebe dem irgendwie eine 3, aber nicht so. Da hinten ist die Tür. Für dich. Okay, komm, es geht nicht, wie gehen. Hallo, bleib hier. Okay, ich würde mal sagen, wir trinken jetzt was. Boah, die haben irgendwie so einen Nebengeschmack. Findest du nicht auch? Ja, von etwas, was du nicht magst. Nein, ich finde, die schmecken irgendwie so der Nachgeschmack wie getrocknetes Brot. Nö, der Nachgeschmack schmeckt nach Lauch. Nee, würde Lauch so schmecken, würde ich auch Lauch essen. Ja, das ist ein Teil von Lauch. Ach, nee. Aber in Deutschland, die, nö, sehen aus wie Salzstangen bloß. Ja, lecker. Ich weiß, was ich gleich auch esse. Was trinken wir jetzt? Wir haben hier einmal die Marke Jana und ich habe es in Kroatien geliebt, die Marke Jana zu trinken. Wir haben hier einmal Eistee, Cranberry, irgendwas, also verschiedene Früchte und dann haben wir hier ganz normal Pfirsicheistee. Müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr in Kroatien seid, die Marke Jana. Unglaublich lecker. Könnt ihr nicht mit dem Deutschen vergleichen. Das? Ja, dann müssen wir hier beides probieren. Nee, erstmal eins. Das oder das? Ja, fangen wir damit an. Okay. Absolut geil. Absolut geil, das ist für mich eine 10 von 10. Nein, 10 von 5. Nur bis 5. 10 von 5. Das ist lecker. Lecker, oder? Ich wünsche, es gibt sowas in, also gäbe sowas in Deutschland. Krieg von mir nur eine 4 von 5. Alter, das ist richtig geil. Wie gut, dass die Schmecker unterschiedlich sind. Das jetzt für sich. Mhm. Das schmeckt aber mehr nach Tee. Das ist für mich auch, also das ist eine 5 von 5. Bei mir eher so ein 3 von 5. Alter, was bist du für ein... Okay, als nächstes darfst du jetzt aussuchen. Ich habe mir Trinken ausgesucht. Hör mal zu Chips. Oh! Wir haben hier solche Dino-Chips. Das ist auch so ein Dino, Mann. Aber diese mit Ketchup, guck mal. Ja. Leute, Hauptsache, ich habe, als ich in Düsseldorf war, Pombeeren, ich sag immer Brombeeren, Pombeeren mit Ketchup zusammen gekauft, also geschmacklich Ketchup noch zusammen. Und er hat die ganzen, seitdem wir zusammen sind, die ganzen letzten 4 Jahre, hat er immer gesagt, ich mag die nicht. Ich mag die nicht. Das halte ich für ein Gerücht. Nein, du hast immer gesagt, ich mag die nicht. Und wer hat dann die dreiviertel Tüte dann weggefressen? Du. Du hast mir so ein Stück übrig gelassen. Das halte ich für ein Gerücht. Ey, die sehen richtig cool aus. Ja, aber da ist voll wenig drin. Ja, die waren auch nicht teuer. Und riechen tun sie nicht lecker. Ich rieche die nicht. Oh. Riechen tun sie nicht lecker. Aber die sehen wirklich aus wie so kleine Mini-Dinos. Die sehen aus wie du. Haben wir Ähnlichkeit? Ja. Schmeckt wie Chips mit Grillsoße. Die erinnern mich aber etwas. Schmecken. Die gibt's. Die gab's, ich glaube, bei T-Docs? Nee, doch T-Docs oder so. Da
Das waren so riesen Tüten. Mit, stimmt, mit ich weiß, so, welche mit so Dreiecken, mit so einem X und allem. Da schmecken die. Die gibt's immer noch. Und das schmeckt wie Chips mit Grillsoße. Oder halt wie die, die ich gerade beschrieben habe. Aber ich filter da so richtig diese Chips, diese wie diese Maiswaffeln. So ein bisschen, weißt du, kennst du diese Maiswaffeln, diese großen Stangen? So ungefähr, bloß ein bisschen härter und mit Grillsoße. Oh, von Paprika schmecke ich gar nicht. Nee, da ist auch keine Paprika, das soll Ketchup sein. Naja. Aber wahrscheinlich meinen die da mit Grillsoße. Ich fand die lecker. Obwohl die nach Grillsoße schmecken. Ich würde denen so 4 von 5 geben. Ich bin dabei, da 5. Bitte 5. Okay, ich bin als nächstes dran. Und zwar Kiki heißt das Ganze. Die haben so richtig kleine süße Tüten. Ich glaube, das trifft es, glaube ich, eher, oder? Was meint ihr? Ich glaube eher, ihr habt Ähnlichkeit. Schreibt mir in die Kommentare, Nase, von wem es besser passt. Guck mal, die fette Nase. Das Bärenlächeln. Guck, guck, guck. Ich würde einfach mal sagen, die sollen in den Kommentaren schreiben, wer von uns ähnlicher sieht. Die sind sowieso Team Du. Ja, zu Recht. Weil's bei dir die wirst du nicht mögen. Das ist jetzt schon. Ich wollte gerade eins geben und du nimmst es einfach. Ich will aber ein rotes. Okay. Aber die riechen gut. Boah, viel geiler als Haribo. Boah, das ist next level. Die schmecken viel besser als unsere. Also das Fruchtige kann man essen, aber ich bin absolut von diesem Weißen, was auch immer wieder sich jetzt nennt, absolut kein Fan von. Ich hasse sowas. Ja, aber jetzt abgesehen von diesem Weißen... Ich sag ja, abgesehen von dem Weißen schmeckt das Zeug echt gut, aber daher, dass das mit da dran ist, ist halt nicht so meins. Ja, das hängt immer noch was dran, brauchst du nicht essen. Voll geil. Boah, richtig fruchtig, schön. Ja. Wären die ohne? Richtig geil. Wären die gut, ja. Die gab's auch ohne, aber ich habe falsch gegriffen. Ja, ist deine Schuld. Was machst du eigentlich? Voll geil, die schmecken auch richtig so nach Apfel und Orange und sowas. Also kann man überhaupt nicht mit Haribo vergleichen, finde ich geil. Also nur für mich eine 10 von 5. Ich finde die richtig lecker. Na gut, bei mir ist halt manchmal, ich mag dieses Weiße nicht, aber wenn aber das Weiß jetzt nicht wäre, würde ich ihm eine 4 von 5 geben. Aber jetzt nur von diesem, ohne das Weiße da hinten dran. Das ist doch halt besser gut als Haribo, als diese Goldbeeren. Ja, das haben wir einen Geschmack. Die sind nicht so hart, finde ich, und die sind schön weich. Okay, kommen wir auch schon zum letzten. Stängels. Von Candy. Aber die haben noch so Zucker dran. Ist wie diese Haribo-Sticks hier. Ich weiß nicht, ob man da irgendwas sehen kann. Ey. Ja. Nein, die riechen nicht wie Haribo. Die riechen wie diese Stangen vom Fleckenmarkt. Sind wie die von Haribo? Vom Kirmes. Bei uns heißt es Fleckenmarkt. Schmecken genau wie die vom Fleckenmarkt Kirmes. Lacht nicht. Wie heißt das bei euch? Bei uns heißt Kirmes Fleckenmarkt. Als wir uns kennengelernt haben, und Pascal gesagt hat, hey, lass uns zum Kirmes gehen, habe ich den erstmal angeguckt wie ein Auto, weil ich nicht wusste, was Kirmes ist. Gibt nichts Besseres als Kirmes. Was für Flecken, Margarita. Geh mal weg. Wisst ihr, wie scheiße das war für mich damals zu erklären, was Fleckenmarkt ist? Ich habe mir gedacht, Junge, bist du einfach bescheuert? Wieso weißt du nicht, was Fleckenmarkt ist? Ich dachte, das heißt überall so Fleckenmarkt. Bis ich dann irgendwann erklärt habe, was da so ist. Und er so, ah, Kirmes. Ich so, was ist Kirmes? Oh, ich weiß noch, da saßen wir am Tisch mit deinen Eltern zusammen und haben gerade Mittag oder sowas gegessen und du hast dann gesagt, Kirmes, und deine Eltern haben mich dann angeguckt, wie solche zwei Autos, ey. Ich habe keine Ahnung. Egal. Ich guck dich dafür jetzt an wie ein Auto, weil ich nicht weiß, was du von mir möchtest. Nimm einfach deine Süßigkeiten und wander aus. Okay, es geht leider
Küche. Möchtest du was zu trinken haben? Nein, danke. Okay. Ich glaube, eins steht fest. Wir haben ja nicht gesagt, was das für eine Wertung hat. Die hier? Ja. Ich fand die nicht so geil. Ich gebe den einen. Ich bin mal 2,5. Okay, also was waren deine Favoriten? Danach die. Was danach? Das Trinken. Okay, welches davon? Das da. Das? Mhm. Okay, dann drittes ist das Trinken. Was danach? Das. Das? Was danach? Wäre das Weiße an den Gummibärchen nicht dran gewesen, natürlich die Gummibärchen. Stimmt, welcher Teil? Vierte. Okay. Aber am letzten Teil sind halt die zwei, genau da. Okay, ich würde tatsächlich sagen, Number One, nein, das ist Jana, trinken Number One, dann die Gummibärchen, dann die Grillsoßen-Dinger, ich glaube dann das als Viertes, ich weiß nicht, habe ich das schon gesagt, danach die, dann noch diese Candy-Dinger, ich weiß nicht, ob ich das jetzt in der richtigen Reihenfolge gesagt habe, und danach als Letztes die hier. Ja. Ich merke schon, du bist beschäftigt mit Essen. Ja. Habt ihr das gesehen? Gib mir jetzt hier was ab, Mann. Alter, nur was gucken, nee, anpassen. Er hat mich voll gekocht, Mann. Ich hab geteilt und dann hab ich mir das durchteilen. Du verbrechst ein Stück Scheiße. Darf ich noch oben Kommentar und über kostenlos ab, würde ich mich mega freuen. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Wie bitte? Was hast du gerade eben gesagt? Was ist mit dem Kommentar und dem Abo? Nee, davor. Das ist so ein Stück Scheiße habe ich jetzt so gesehen. Ich glaube, das Video müssen wir dann mal hier jetzt beenden. Einen charmanten Tag noch. Ne? Kommi, Abo, Like da. Und ansonsten noch einen wunderschönen Tag, Abend oder was auch immer, wann ihr jetzt guckt. Und ich muss dann mal eben was klären. Ich lebe noch.